Hallo und herzlich willkommen zur heutigen DOCS42-Klasse über die brandneue Pop-up-Integration ins Dynamics 365, ins Dynamics CRM. Da haben wir vor kurzem eine neue Version unserer Solution released und einiges zeigen können. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine bin. Und zwar habe ich heute die Ehre, unseren Lead-Developer Diego mitzuhaben, der die Solution für uns programmiert hat. Hallo Diego, guten Morgen. Ich freue mich, euch da ein bisschen mehr darüber erzählen zu dürfen. Perfekt, sehr gut. Was haben wir denn vorbereitet für die nächste halbe Stunde? Was werden wir Ihnen zeigen? Und zwar gehen wir auf unsere Demo, auf unsere neue Solution eben ein. Das ist momentan die Solution, die Version 1.8. Ab der sind eben die Funktionalitäten verfügbar, die wir heute zeigen. Wir zeigen dann als allererstes eine Demo. Wie integrieren wir dann auch das Pop-up in der einfachen Variante, also die neue Dynamics-Integration? Danach ein bisschen ein komplexeres mit einem dynamischen Format, das Pop-up. Und zum Schluss beim Szenario 3 übergebe ich dann an den Diego, der dann zeigt, das ist dann für Fortgeschrittene, wie kann man denn das Pop-up, das DOCS42 Pop-up so gestalten, wie man es denn also mit eigenen Parametern, wie man es denn selbst haben möchte. Das haben wir vor und dann würde ich sagen, starten wir auch gleich rein. Da. Und zwar starten wir rein im Dynamics CRM mit der ersten Demo. Was ist denn jetzt der Unterschied zum neuen Pop-up, zur neuen DOCS42 Version? Und zwar, ich bin jetzt hier in meinem Dynamics und ich gehe mal auf meine Angebote. Und in meinen Angeboten, da habe ich meine Angebotsübersicht und ich möchte jetzt ein Dokument generieren. Sie kennen wahrscheinlich bis jetzt die Möglichkeit, einfach einzelne Buttons eben einzufügen, mit denen man die Dokumente generieren kann. Also man klickt auf einen Button und das Dokument wird generiert und dann zurückgegeben. Und ich habe sozusagen für jedes Template einen eigenen Button. Das ist die Version, wie wir es auch bis jetzt gekannt haben. So, Dokument ist generiert, haben wir hier unser Angebot. Jetzt die neue Variante für diese Integration ist es, dass wir nicht mehr für jedes Template sozusagen einen Button haben, sondern dass wir dann mit einem Pop-up arbeiten. Wir haben das hier schon integriert, das DOCS42 Pop-up. Und anstelle der Buttons habe ich jetzt hier eine Oberfläche, wo ich zuerst mal wählen kann, okay, welche Templates möchte ich denn ausgeben? Möchte ich die englischen zur Auswahl haben, die deutschen oder ist mir die Sprache egal? In dem Fall haben wir nur einfach Englisch hinterlegt. Und dann kann ich als nächstes dann mein Template wählen. Da haben wir nur eines, wo die Sprache hinterlegt ist. Dann nehmen wir das. Und ich könnte jetzt hier auch noch dynamisch ein Format wählen. Soll mir das Dokument als PDF oder als DocX erstellt werden? Und ich könnte es auch gleich an eine CRM-E-Mail anhängen. Als allererstes erstelle ich es mal als DocX. Ich generiere jetzt das Dokument, also im Hintergrund genau der gleiche Vorgang, der jetzt passiert. Jetzt wird das Dokument generiert und mir dann hier gleich als DocX zurückgeliefert. Genau, wir haben hier die Sales Quote und ich gebe das hier auf diesem Bildschirm. Jetzt sehen wir, hier ist ein Word-Dokument, meine Sales Quote. Um Ihnen das dann einfach nur nochmal zu zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ich lasse jetzt hier die Sprache weg, habe jetzt hier mehrere zur Auswahl und ich kann hier jetzt zum Beispiel auch nochmal die Sales Quote auswählen als PDF und hake das hier an. Und wenn ich das hier unten anhake, das Häkchen, wenn ich drüber fahre, sehe ich auch, das ist dann eine E-Mail. Und zwar wird mir das Dokument erstellt und dann an eine Dynamics CRM-Entwurfs-E-Mail angehängt. Also das ist jetzt auch eine Möglichkeit, wie Sie direkt aus der Dynamics CRM ganz einfach E-Mails mit DOCS42 Anhang eben erstellen können. Jetzt haben wir hier da eine E-Mail, haben wir mal nichts
vorausgefüllt, aber hier im Anhang haben wir unser PDF-Dokument, unsere Sales Quote. Super. Und so schaut es dann im Endstadium aus. Jetzt gehen wir dann darauf ein, wie schafft man das denn, dass wir diesen Button einbauen? Und da hat es eben einige Neuerungen gegeben mit dieser Version, die ich Ihnen jetzt zeige. Grundsätzlich ist wichtig, dass Sie eben die neueste Version, also die neueste Solution importiert haben. Das sind hier die Docs 42 Client Libraries und da haben wir einige neue Komponenten. Zum einen gibt es jetzt eine Docs 42 Model Driven App. Die zeige ich Ihnen natürlich gleich. Es gibt nach wie vor die Service Connection und die Template Configuration. Wenn Sie schon ältere Versionen kennen, dann kennen Sie diese auch. Und da unten haben wir dann einige Webressourcen für unsere Pop-ups. Auf die gehen wir dann noch später ein und auch Bilder und so weiter und noch ein paar Optionssätze. Das zeigen wir Ihnen auch später. Wichtig ist mal hier diese Funktionalität. So. Und jetzt habe ich eine Vorlage. Die möchte ich eben gerne integrieren. Die habe ich hier wieder am SharePoint abgelegt. Meine For Sales Templates. Und ich nehme hier meine Pop-up-Class-Vorlage. Ich zeige Ihnen mal, wie diese ausschaut. Die habe ich heute für die Class erstellt. Klicke da mal drauf. Und dann sehen wir, okay, dieses Template hier, das hat eben Daten aus Dynamics CRM. Generiere das mal, das ist dann für meinen, das ist für meinen Kontakt, die ID für meinen Kontakt. Die GUID nehmen wir hierher. Das ist noch ein zweiter Eingabeparameter, das erkläre ich Ihnen dann im Szenario 2. Und dann haben wir hier einen Overview, ein Dokument, das mir erstellt wird. Und das möchte ich eben aus dem Dynamics generieren. Vielleicht noch mal kurz zur Data Map. Also wir haben hier Dynamics CRM-Datenquellen, wir haben Excel-Datenquellen und für Szenario 1 brauchen wir einfach einen Eingabeparameter, der ID heißen muss. Und da müssen wir immer die GUID von der Hauptentität uns rausziehen für den Eingabeparameter. In unserem Fall ist unsere Primärentität ist der Kontakt, also müssen wir hier die Contact-ID nehmen. Für Szenario 1 Eingabeparameter ID. So. Und jetzt möchte ich eben dieses Template in mein Dynamics CRM integrieren. Und zwar möchte ich das in meinem anderen Environment machen. Da muss ich noch schnell hinwechseln. Genau, einfach, dass ich da ein leeres Environment habe. So, ich gehe hier dann nochmal in den Sales Hub auf meine Kontakte. Habe hier meinen Kontakt, hier einen Eintrag und hier möchte ich eben ein Dokument generieren und ein neues Pop-up einfügen. So, wie sind jetzt hier die ersten Schritte? Jetzt wechsle ich zuallererst in meine Docs 42 Model Driven App, um meine Vorlage zu hinterlegen. Also ich bin hier jetzt momentan im Sales Hub. Mit der neuesten Solution hat man hier auch eine Docs 42 modellgesteuerte App, also eine Model Driven App. Und hier habe ich zwei Möglichkeiten. Also zum einen kann ich hier mal eine Service Connection angeben, mein Docs 42 Online Server oder auch der On-Premise Server, der verwendet wird. Ich gebe hier einen Namen an, ich gebe hier die Server URL an, sowie die App ID und die Tenant ID ist eben im Azure Active Directory eine Applikation dafür angelegt. Das ist alles auch natürlich in der Dokumentation erklärt. Da gibt es dann weitere Infos dazu. Und hier habe ich auch schon meine Template-Base-URL, also auf welcher SharePoint-Library liegt denn meine Vorlage. Und jetzt als nächstes brauche ich eine neue Template-Configuration. Da gebe ich jetzt alle Details zu meinem Template an. Und zwar im allerersten Schritt sage ich jetzt hier mal, okay, der Name meines Templates, wie soll es denn in dem Pop-up des Templates angezeigt werden? Ich sage jetzt einmal Kontakt. Überblick nenne ich das und das Ganze soll mit dem Docs 42 Online Service generiert werden.
Jetzt muss ich hier noch meinen Template-Pfad fertig angeben. Das schauen wir hier nochmal zurück. Das heißt popup-class.docx. Ich gehe hier mal auf die Details und kopiere mir den Pfad. Brauche hier in meinem Fall aber nur noch den Dokumentennamen mit der Extension mit dabei. HTTP-Methode lasse ich auf Auto. Dann die Operation ist Generate Document, weil wir eine Word-Vorlage haben. Beim Additional Query String hier gebe ich jetzt an, was Docs 42 machen soll. Soll es das Dokument in einem bestimmten Format generieren und zurückliefern? Soll das Dokument am SharePoint abgelegt werden, via E-Mail verschickt werden oder anderes? Diesen Additional Query String können Sie ganz einfach auch mit dem Docs 42 Server Designer erstellen. Hier rein copy-pasten. Und dazu gibt es natürlich auch separate Tutorials, also der Server Designer, den legen wir hier sehr ans Herz. Jetzt heute für die Demo gebe ich hier einfach mal returnAction.format ist gleich PDF an, dass mir das Dokument als PDF zurückgeliefert wird. Dann ist es ganz wichtig, und was jetzt hier auch mit der Solution Noise gebe ich jetzt an, was ist meine Primärentität, auf welcher Entität soll denn meine Vorlage angezeigt werden. Das ist bei uns der Contact, dort wird es angezeigt und dann kann ich hier noch die Sprache wählen, ist es Englisch, Deutsch oder ein französisches Template. Zum Beispiel, ich habe hier ein englisches Template. Und die Output-Types, die lasse ich jetzt hier in dem ersten Szenario mal außen vor, die können wir weglassen. So, ich speichere das jetzt. Jetzt haben wir hier die Template-Config hinterlegt. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass man dieses Template, dass man das Pop-up jetzt auch noch einbinden und mir diese Vorlage dann angezeigt wird. Und das kann man nach wie vor über Ribbon Workbench machen, wenn man eben Ribbon Workbench eben kennt und damit schon gearbeitet hat. Jetzt gibt es aber eine neue Möglichkeit, und zwar das Ganze über Power Apps zu machen, über Power Apps zu steuern. Und das machen wir jetzt. Wir gehen in unsere Power Apps Umgebung rein, gehen dann auf unsere Apps und brauchen unseren Dynamics Sales Hub. Den wollen wir bearbeiten in der Vorschau. Und hier wollen wir dann auf unser Kontaktformular, das möchten wir hier gerne bearbeiten in der Befehlsliste. Und hier möchte ich das Hauptformular bearbeiten. Und jetzt kann ich hier einen neuen Befehl hinzufügen. So. Genau, jetzt haben wir hier einen neuen Command, der ist jetzt hier oben eingefügt. Den kann ich jetzt nennen, Docs 42 Class, nenne ich ihn für heute. Sehr gut. Dann kann ich jetzt hier wählen, okay, mit welchem Symbol soll denn das Ganze angezeigt werden. Ich kann hier eine Webressource verwenden und habe dann nämlich in unserer Solution werden schon Webressourcen eben mitgeschickt, wie zum Beispiel als Webressourcenbilder wie unser Docs 42 Error, unser Blade-Zeichen. Das möchte man dann anzeigen, das sieht man jetzt hier in der Vorschau noch nicht, wird man dann aber sehen. Hier könnte ich noch mehrere Infos hinzufügen, lasse ich jetzt mal außen vor. Und jetzt ist ganz wichtig, jetzt muss ich noch sagen, okay, was soll denn geschehen? Momentan ist es so, bei Power Apps, bevor ich eine Aktion ausführen kann, muss ich hier die Sichtbarkeit von immer anzeigen auf bei Bedingung aus Formel anzeigen wählen. Und dann kann ich hier die Aktion umstellen auf JavaScript ausführen. Und jetzt möchte ich eben ein JavaScript ausführen. Und zwar, das wird auch in der Solution mitgeschickt, ist das meine Docs 42 Client Library, die ich hier ausführen möchte. Jetzt suchen wir nach der. Jetzt haben wir hier die Client Lib. Sehr gut, die braucht man. Und da brauchen wir jetzt einen Funktionsnamen. Und der Funktionsname, den wir hier verwenden, der ist das für das Docs 42 Pop-up, das ist die Pop-up Web Resource.
Dann brauchen wir noch Parameter, die wir hinzufügen. Zuallererst brauchen wir einen String-Parameter. Und in diesem String-Parameter geben wir jetzt an, welche Webressource, welches Pop-up wollen wir denn einbinden. Also wenn wir dann einmal zurückschauen in unsere Client-Libraries, haben wir hier drei verschiedene Pop-ups, die wir mitschicken. Einmal das simple Pop-up, einmal das Pop-up mit einem dynamischen Format. Und einmal noch ein weiteres, das erklärt dann der Diego, dass man selbst noch bearbeiten kann, wie man es möchte. Wir möchten zuerst das simple Pop-up und deshalb muss ich hier diesen Namen dann angeben als meinen Parameter. Gehen wir hier zurück und zwar ist das dieser Parameter. Und dann braucht man noch einen zweiten Parameter, das ist dann nicht String, sondern das ist vom CRM. Select the control selected item IDs. So, das sieht man hier jetzt gerade nur schwer, ob das das der richtige ist. Genau, select the control selected item IDs. Super, das ist alles, was wir brauchen für unseren Button. Und jetzt können wir das auch schon speichern und veröffentlichen. Und jetzt wird eben mit Power Apps wird eben dieser Button erstellt für das Pop-up. Und dann gleich in unserer Entität dann angezeigt. Und vielleicht als Disclaimer dazu, diese Power Apps Funktionalität ist noch relativ neu von Microsoft. Also wenn es da irgendwo manchmal ein bisschen holprig ist mit Power Apps, dann ist das, weil das noch in der Preview-Version ist von Microsoft, aber noch nicht so lange verwendet wird. Gut, aber dann schauen wir da zurück in unser Dynamics. Und zwar gehen wir jetzt, hier habe ich das eh gespeichert, ich gehe hier noch einmal auf Speichern und Schließen und gehe jetzt hier wieder in meinen Sales Hub zurück. Gehe ich jetzt auf meine Kontakte, auf Lisa Pulsinger, meinen Eintrag. Und jetzt habe ich hier diesen Doc42 Class Button. Oh, und natürlich habe ich hier jetzt einen Fehler. Ach, ich weiß schon, ich habe hier einen Tippfehler. Das ist eh sehr gut zu zeigen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ich habe hier beim String-Parameter habe ich hier ein S vergessen. Aber jetzt sehen wir, wenn ich das jetzt speichere und veröffentliche, brauche ich hier wirklich nur diesen Parameter verändern und jetzt lade ich das hier nochmal neu und dann müsste es jetzt funktionieren. Ja, jetzt ist es da. Jetzt kann ich hier wählen aus meinen Templates. Ich möchte eben meine englischen Templates und habe hier meinen Kontaktüberblick, den möchte ich generieren. Ich gehe jetzt auf OK. Und jetzt eben mit diesem Pop-up wird mir meine Vorlage generiert und dann als PDF zurückgeliefert. Dokument Nummer 6. Wir haben hier diesen Überblick jetzt mit dieser Docs42 Pop-up-Class integriert. So, das war Szenario 1. Jetzt beim Szenario 2 möchten wir insofern verändern, dass nicht immer automatisch das Dokument als PDF generiert wird, sondern dass ich dynamisch mein Format wählen kann. Also einen weiteren Parameter, wo wir dann auch Format mit dabei haben. Und dazu schauen wir zuerst nochmal zurück in das Template. Und jetzt ist es eben wichtig, sobald eben das Szenario 2, also ein komplexeres Pop-up verwendet wird mit eigenen Parametern, wie zum Beispiel dem dynamischen Format oder auch weiteren Punkten, dann müssen wir im Template bei seinen Eingabeparametern ändern. Dann braucht man nämlich nicht nur den ID-Eingabeparameter, sondern auch den Request-Body-Eingabeparameter, wo wir die zusätzlichen Parameter auflösen. Der Diego wird es noch genauer zeigen. Ich zeige es jetzt hier bei dem Beispiel. Haben wir jetzt hier Request bei den Eingabeparameter und ich übergebe hier im JSON-Format
das, das die Value DocX, also dass es automatisch ein Format übernehmen soll, je nachdem, was ich in dem Pop-up auswähle. Das ist jetzt ein JSON-Format. Ich könnte das auch kombinieren, ID und Request bei den Eingabeparameter, dass ich nur einen habe, einen Eingabeparameter, der sich dann Request Body nennt. In dem Beispiel sind es zwei. Auf jeden Fall hier Request Body, ich habe hier nur das Format. Und hier in meiner XML-JSON-Datenquelle löse ich eben diesen Eingabeparameter, den Request-Body, dieses Format auf und habe hier dann hier dieses Datenfeld Format zur Verfügung. Der Diego zeigt es Ihnen dann, wie das dann noch in einer mehr Advanced-Form passieren kann. Aber für uns ist jetzt erstmal diese Info wichtig, das Feld Format, das wir verwenden können. So. Und jetzt in unserer, wenn wir zurückgehen in unsere Docs 42 Model Driven App, in unsere Template Configuration, dann habe ich das hier im Vorhinein schon dynamisch schon mal angelegt. Also ich habe hier wieder einen Namen einfach gegeben, den Dynamic Format, so lassen wir das, das ist die Pop-up Class. Dann ist jetzt hier wichtig zu wählen, sobald der Eingabeparameter Request Body heißt, muss die HTTP-Methode auf Post gesetzt sein. Das ist hier wichtig. Dann beim Additional Query String gibt es hier auch einen Unterschied. Ich habe hier davor, hatte ich ja ReturnAction.format ist PDF. Hier übergebe ich jetzt das Format aber dynamisch. Dass ich jetzt hier sage, Format ist gleich und dann die Datenquelle heißt Parameters und das Feld heißt Format. Also ich nehme, genau wie in meiner XML-JSON-Datenquelle, ich eben einen Request-Body aufgelöst habe, das nehme ich hier als Eingabe für mein dynamisches Format, genauso wie für meinen dynamischen File-Namen. Sehr gut. Und hier sage ich auch, das soll mir als Kontakt ausgewählt werden. Und hier bei den Output Types, hier kann ich jetzt anhaken, okay, was soll denn dann der User für eine Möglichkeit haben? Soll zum Beispiel auch als Doc erstellt werden können, das Dokument. Ich speichere das. Hier ist jetzt alles schon fertig. Jetzt muss ich nur in meinem Sales Hub, in meinen Power Apps noch mein Pop-up austauschen, weil momentan in meinem Pop-up, wenn wir also ich speichere das nochmal und wenn wir zurückgehen in den Sales Hub, dann sehen wir beim Pop-up, dass jetzt dann momentan eben noch kein Formatparameter mit dabei ist, wenn das jetzt hier auch noch lädt. Machen wir es nochmal neu. So, genau, jetzt hier sehen wir, kann man noch kein Format dynamisch auswählen. Ich ändere jetzt einfach mein Pop-up zu dem zweiten Pop-up, das mitgeliefert wurde, wo eben auch der Formateingabeparameter mit dabei ist. Und der ist dann das Pop-up-format.htm ist da das Richtige. Ich gehe jetzt wieder auf Speichern und Veröffentlichen. Und jetzt gehe ich zurück zu meinem Contact. Aktualisiere jetzt nochmal die Seite. Und jetzt werden wir dann eben sehen, die Docs 42 Class. Sehr gut, jetzt haben wir einen weiteren Parameter. Ich will hier wieder meine englischen an. Das habe ich nicht auf Englisch hinterlegt, habe ich es beim Deutschen hinterlegt. Ja, dynamisches Format, diese Templates möchte ich. Und das soll mir als DocX generiert werden. Und jetzt gehe ich auf OK. Und schon kann ich hier auch mein Format dynamisch wählen. Genau. Und das war Szenario Nummer 2. Und dann kurz zur Erklärung für Szenario 3. Wie kann das ausschauen? Und zwar gehen wir da auch in die Kontakte rein.
bei der Alison Bauer. Und da habe ich jetzt zum Beispiel für dieses Szenario habe ich komplett andere Anforderungen an mein Pop-up, an die Parameter, die ich gerne übergeben möchte zum Generierungszeitpunkt. Und ich habe hier ein komplett eigenständiges Pop-up, das ich selbst gestaltet habe. Und der Diego erklärt uns jetzt ein bisschen mehr, wie das Ganze denn funktioniert, wie man das eben selbst anpassen kann. Ja, wieder. Das ist eine komplett andere Anforderung. Man sieht auch, dass das Pop-up nicht nur Bilder enthält, sondern auch Text nehmen. Es ist ein stinknormales HTML-Form, wenn wir uns ehrlich sind. Und zwar mit eben bestimmten Inputs, wie eben Select-Boxen mit normalen Text-Inputs oder auch mit Checkboxen. Und ich generiere das mal jetzt testweise. Also wir wollen eine NDA-Klaus mit und wir sagen im Comment Hello World. Okay. So, jetzt muss ich mal neu einloggen. Und dann sollte ich ein PDF bekommen. So. Genau, dann wir haben den Library-Contract. Und wie man sieht, hier die Nummer 10 hat eben das NDA mit, weil die Checkbox gecheckt wurde. Und hier haben wir unseren Comment mit Hello World. So, im Template dahinter schaut es ähnlich aus wie in dem Template, das Lisa schon hergezeigt hat. Nur, dass wir nur einen Input-Parameter haben, nämlich namens Request-Body. Und der wird eben in der XML-JSON-Data-Source aufgelöst. Dann sehen wir hier, wir haben ja ein paar mehr Felder drinnen in der Data Source. Und zwar haben wir die IDs mitgegeben. Und zwar kommt das eigentlich immer als JSON Array an. Hier habe ich mal das Beispiel gespeichert. Und zwar kommt das als Array an mit einzelnen IDs. Deswegen muss man das mittels Complex Type in der XML JSON Data Source auflösen. Ja. Genau, haben wir unser Format. Und eben die ganzen anderen Inputs. Das ist eben nur für Demo-Zwecke da, um die Funktionalität zu zeigen. Deswegen haben wir jetzt da keine spezifischen Namen mitgegeben. Genau, das war's dann zur Template-Seite. Und Ja, jetzt, Diego, kannst du vielleicht im Template nur noch herzeigen, wie man den Request Body ganz einfach über den Eingabeparameter sich auch dann zusammenbauen und auflösen kann? Also für diejenigen, die vielleicht noch nicht so viel mit JSON gearbeitet haben, dass man ein Beispiel sich reinladen kann über den Eingabeparameter. Also in der neuesten Add-in-Version, die demnächst released wird, kann man eben den Default-Wert für einen Input-Parameter mittels einem Button-Klick auf dieses D365CE Request Body Sample umtauschen und dann hat man quasi Default-Werte, mit denen man arbeiten kann. Aber ich hoffe, das hat die Frage geklärt. Ja, danke. Den habe ich hier schon offen gehabt im Web. Kriegt man eben diesen Request Body zurück. Okay. Und wie man das ganze Form jetzt oder das ganze Pop-up jetzt customize, ist ziemlich simpel. Wie gesagt, das ist ein stinknormales HTML-Form. Heißt, theoretisch könnte man da sein komplett eigenes Design fahren. Doch ich empfehle sehr, dass man einfach unser Template nimmt. Das macht Dinge einfach einfacher. Was das einzig Wichtige eigentlich zu beachten ist, ist, dass man bei den Form-Inputs wie Select, Input und Buttons, whatever, schaut, dass die Name-Property gesetzt ist. Weil die Name-Property ist ausschlaggebend für den Input-Parameter-Namen. Also hier unten haben wir zum Beispiel die Format-Select-Box. Und da ist eben der Name Format. Das kommt nämlich so an. Und ist auch interessant zu wissen ist, dass wenn man jetzt Sachen hat wie die Template Selection, die Language Selection oder die CRM-E-Mail-Checkbox, die möchte man nicht unbedingt ans Template mitschicken. Deswegen kann man da ganz einfach mittels einer CSS-Klasse Exclude die Exclude CSS-Klasse hinzufügen
Und dann wird der Parameter zwar im Code dahinter im JavaScript verarbeitet, aber er wird nicht ans Template geschickt. Ja, das war eigentlich das Wichtigste für die Inputs. Es gibt einen kleinen Trick bei den Checkboxen. Und zwar, wenn man die Checkbox nicht checkt, könnte es sein, dass sie nicht ankommt bei den Input-Parametern. Und da gibt es eben einen kleinen Workaround, dass man quasi zwei Checkboxen mit demselben Namen hinterlegt und die eine hat halt die Value of immer. Und wenn die aber gecheckt ist, die normale, dann überschreibt es diese Value of. Das ist nur ein kleiner Lifehack am Rande. Genau. Und das war es eigentlich von meiner Seite. Ich meine, ich arbeite hier im Environment XRM Toolbox. Das ist ziemlich einfach zum Aufsetzen. Das ist auch in unserer Doku beschrieben und ich empfehle es auch sehr, weil das macht das Arbeiten in ganzen HTML-Code, JavaScript-Code und so weiter. Natürlich auch die Ansicht für die Solution, da ist viel einfacher. Vor allem, wenn man jetzt selber die Value. Genau. Ja, das war es von meiner Seite. Super, vielen Dank, Kego. Genau, und wenn man eben dann dieses Pop-up selbst bearbeitet im HTML, man sieht hier ganz oben eben, das heißt dann docs42apps/docs42-pop-up-example, also dann diesen Namen, dann wie das Pop-up heißt, einfach dann in Power Apps dann austauschen und das dann eben da, dass man dann sicher gehen kann, dass diese Webressource, dieses HTML dann herangezogen wird für den Button aus im CRM dann, der hinterlegt ist. Super. Eine HTML-Webressource erstellen. Also man muss nicht unbedingt unser Exempel kommen. Sehr gut, das war es dann auch von unserer Seite. Wenn Sie Fragen haben, gerne in den Chat oder an uns dann einfach im Nachgang schreiben. Es ist natürlich auch alles dokumentiert. Auf unserer Webseite können Sie die Solution runterladen, Sie können die Dokumentation runterladen, wo alles Schritt für Schritt hinterlegt ist. Und ansonsten vielen Dank fürs Dabeisein und viel Spaß mit der neuen Docs 42 Dynamics CRM-Integration. Dankeschön. Danke. Okay.